Yay! Ich wusste, hinter ihm steckt mehr. Hm, du hast es endlich geschafft. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennenzulernen. Ich dachte, ich hätte Sie in meinen Träumen erkannt, war mir aber nicht sicher. Jetzt, wo Sie vor mir stehen, habe ich aber keine Zweifel mehr. Sie sind Ford Crawler, der größte Führer, den die Psychonauten je hatten. Nun, du solltest nicht alles glauben, was sie in wahre psychische Sagen schreiben. Was machen Sie hier beim Flüsterfelsen? Das Ausbildungslager wurde direkt auf dem größten bekannten Psitanium-Vorkommen errichtet. Das Psitanium liegt unter dem ganzen Tal. Das macht die Gegend für Psychonauten äußerst wichtig. Und ich passe hier auf. Auch darauf, dass ihr kleinen Löffelbieger euch nicht gegenseitig umbringt. Was ist Psitanium? Psitanium ist ein sehr seltenes psychoreaktives Mineral, das vor Jahrhunderten mit einem Meteoriten hierher kam. Es reagiert auf übersinnliche Energie. Es verstärkt und konzentriert sie. Es verstärkt übersinnliche Kräfte. Macht aber auch geistig Verwirrte noch verwirrter. Der Großteil der Menschheit kann mit so viel Gehirnaktivität nicht umgehen. Die meisten schnappen dann ganz einfach über. Deshalb hat das Tal auch eine interessante Geschichte. Ich habe Sie Blätterhaken sehen. War das eine Verkleidung? Ja, nun, ich habe viele Verkleidungen. So kann ich euch kleine Racker immer im Auge behalten. Wenn ich getarnt bin, tue ich vielleicht so, als würde ich dich nicht kennen. Dann musst du mitspielen, ja? Alles klar. Ihre Geheimidentität ist bei mir sicher. Und welchen Auftrag haben Sie hier unten? Von hier unten überwache ich, was in der Welt vorgeht. Übersinnlichen Terrorismus, Unruhen in der Astralebene. Und dann fliegen Sie los, um die Welt zu retten. Sie haben doch sicher ein geheimes Düsenflugzeug. Inzwischen schicke ich lieber jüngere Agenten zum Einsatz, wenn es Ärger gibt, wie Miller oder Sascha. Eines Tages vielleicht auch dich. Wofür sind all diese Geräte? Hier oben ist die Nachrichtenzentrale. Den Gang hinunter ist der Beobachtungsraum. Momentan findet dort kein Test statt. Vielleicht später. Und unten sind Spezialmaschinen, die Psi-Aufstiegsmarkierungen zusammensetzen und geistige Spinnweben entwirren. Du solltest dich mit den Maschinen vertraut machen. Die sind oft recht praktisch. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin. Danke. Ich kann's brauchen. Keine Sorge. Ich begleite dich in deinem Kopf. In meinem Kopf? Ja, ich möchte dich im Auge behalten, Junge. Ich werde als blinder Passagier in deinem Kopf mitreisen. Wenn ich für dich erscheinen soll, dann setzt du dieses Spezialgerät ein. Ist das ein Stück Speck? Oh, ja klar. Ich liebe Speck. Wenn ich das Zeug rieche, lasse ich alles fallen und komme angelaufen. Okay. Haben Sie einen kleinen Beutel oder so, wo ich das reintun kann? Nun mach lieber, oder ich esse den Speck sofort. Wow. Und was ist, wenn ich ihn einmal gerufen habe? Oder ihn ein zweites Mal eben rufen will? Bevor du dich unter Strom setzt, erkläre ich dir mal, wie die Dinger funktionieren. Dieses Drahtstück ist ein geistiger Spinnwebentwirrer. Oh, ich weiß, was das ist. Geistige Spinnweben sind... Wenn du einen Bereich deines Geistes zu lange vernachlässigst, entstehen geistige Spinnweben. Oben im Lager verkaufen sie ein Gerät, das als geistiger Spinnwebentferner bezeichnet wird. Du kannst eine Projektion des Geräts in die geistige Welt mitnehmen und dort damit Spinnweben entfernen. Der Spinnwebentferner speichert die psychische Energie in der realen Welt. Du kannst also das, was du sammelst, hierher bringen, in den Webstuhl einspannen und aus dem verfilzten Zeug etwas Nützliches machen. Etwa eine Karte von einer Psi-Aufstiegsmarkierung. Damit kommen wir zu dem Gerät da drüben. Du steckst einfach 9 Psi-Karten zusammen mit einem Psi-Kern in das Ding. Psi-Kerne sind auch im Laden günstig zu haben. Und schon spuckt es eine fertige Psi-Aufstiegsmarkierung aus, mit der du eine Stufe höher gelangst. Wenn du genügend Stufen steigst, erhältst du neue Psi-Kräfte. Kapiert? Ja, geistige Spinnweben kommen da rein. Und meine Psi-Karten und Kerne hier rein. Und dann kann ich bald Sachen ankokeln. Ja, so ungefähr. Viel Spaß. Nett.
Da bin ich jetzt wieder ein bisschen schlauer. Ich weiß immer noch nicht, wo es die Kerne zu kaufen gibt. Meh. Oben im Laden. Wo ist der Laden? Ich will den Laden wissen. Naja, ich werde schon irgendwann rausfinden. So. Und wieder mal. So, da kann ich wahrscheinlich raus. Und da komme ich zur anderen Station. Ah, schau ich mal da rein. Da muss ich wahrscheinlich doch mal hier da ausspringen. Ja, klappt schon viel besser. Gut, dann schauen wir mal hier lang. Gut. Komm mal nicht durch. Ich will durch. Meh, meh. Okay, na gut, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann gehen wir eben wieder raus. Haben wir ja sonst nichts Besseres zu tun hier. Baumstumpf rein und tschüss. Sie bringen, Agent Crawler? Haupthütte, Wohnhütte, Parkplatz, Lagerfeuerbereich. Genau da. Zur geodätischen Psychoisolationskammer. Roger, Waldhütte Crawler. Ich habe Nils gesehen, wie er durch ein Loch in die Mädchenhütte geguckt hat. Ich verstecke mich. Und ich dachte, oh Nils, wann wirst du in das Loch in meinem Herzen gucken? Denn dort drin würdest du dich selbst sehen. Bin ich ja hier schon. Ah, Mann. So. Oh, der Bär. Hi, Bär. Nicht schon wieder. Attack of the Bear. Okay, ich bin weg. Gut, dann schauen wir jetzt mal hier rein. Weint da einer? Ist natürlich schlecht. Jetzt hilft dem kleinen Kind doch jemand. Ich dachte, hier wäre ich richtig, aber scheint jetzt auch wieder nicht zu sein. Ah. Danke. Ich dachte schon, ich müsste meinen eigenen Arm essen. Musstest du nicht auf dem Klo? Das ist eine GPK. Eine geodätische Psychoisolationskammer. Oh Mann, ist das cool. Cool? Du weißt wohl nicht, wozu das Ding überhaupt gut ist. Etwas Cooles? Oh nein, das ist ein Deprivationspanzer für den sechsten Sinn. Ein hermetisch abgeriegelter metaphysischer Kasten. So etwas wie Einzelhaft für Paranormale. Übel. Und der Coach hat dich da drin eingesperrt? Quatsch, das Personal hier verwendet die GPK schon seit den 50ern nicht mehr. Bobby hat mich da reingeschubst. Schläger und Zwerglinge sollten nur ihr eigene Gräser oder Gräser rumschubsen. Wären den Killbox vielleicht aufgefallen riesige Bär mit Haut, wo Fell sein sollte? Ich habe da drin gar nichts gesehen. Darum geht es ja. Ah, genau. Jetzt leer. Viel Glück, ihr Kleinen. Hey, warte! Okay, der sucht immer noch nach seinem Bär mit riesiger Haut, wo Fell sein soll. Ja, das lässt sich so gut zusammenfassen. So. Was ist... Okay, das ist wahrscheinlich leer dann.
Gut, dann bin ich jetzt eigentlich so gesehen jetzt genauso schlauer als vorher. Ich weiß doch nicht, wo ich lang muss. Ah ja. Dann ist das halt so. Also irgendwie habe ich es mit dem Springen zurzeit überhaupt nicht. Ah, Mann! So, jetzt bin ich schon mal da raus. So. Ach, ich muss doch dahin. Vielleicht muss ich da oben rein. Wäre schon mal eine Idee. Dann gehe ich mal oben rein. Mal schauen, was ich drin finde. Sieht aus, als würde einer der Knöpfe fehlen. Ja, was mache ich jetzt damit? Vielleicht muss ich auch ein paar Level noch aufsteigen. I don't know anything. But I believe I cannot speak English. Was haben wir das jetzt auch geklärt? Vielleicht muss ich einen Knopf einsetzen. Vielleicht ist der Knopf hier irgendwo. Da schon mal nicht. Da auch nicht. Du kannst... Oh, er kann. Oder du kannst nicht durch. Oder? Haha, er kommt nicht durch die Mauer. Gut. Dann kann ich jetzt mal schauen, wo hier vielleicht ein Knopf ist. Hey Dogen, ich verrate dir ein Geheimnis. Nils. Hey, das ist nicht fair. Flüstern ist unhöflich. Was hat er dir gesagt, Dogen? Weiß nicht. Hey, Elka. Warum steckst du deine kleine Brillennase nicht in die Privatangelegenheiten von jemand anderem? Hm, die will uns anscheinend nicht hier haben. Cool, da haben wir hier auch noch einen Kern. Verzeihung, Mr. Waldhüter. Ich suche Sascha Neins Labor. Nun, selbst wenn ich wüsste, wo es ist, und wenn es hier unten wäre, und wenn du gerade wirklich nahe daran wärst, hast du hier trotzdem nichts verloren. Dieser Wald ist verboten. Sieh ab! Okay. Also interpretiere ich das jetzt als, ich bin nah drin? Auch gut. Ja toll, ich wollte eigentlich das unten aufnehmen. Zuerst. Ui, das sieht nach Spaß aus. Das ist Arbeit. Ich teste einen Orbitalgleiter-Prototyp. Okay, gut, dann muss ich dann hier hochspringen noch. Setz dich endlich auf meine Schulter. Du dummes Vieh. Muss das Spiel lassen, man kann ziemlich viel hier finden. Verdammt viel. Also was ich hier an Pfeilspitze schon gefunden habe, da könnte ich wahrscheinlich echt den ganzen Laden hier leer kaufen. Wenn ich den Laden finden würde, natürlich. Mann. Muss auch hier irgendwo dann der Knopf sein. Hey Dogen, ich verrate dir. Ich dachte, das habe ich schon aufgesammelt, den hier. Ah, vielleicht respawnen manche. Vielleicht muss ich auch einen Bär bekämpfen.
Ja, ja, ich meine dich da hinten, Barry. Ah, ich glaube, ich traue mich mal rüber. Das kann nur lustig werden mit dem Bär. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn in die Flucht zu schlagen. Probieren geht über Studieren, wie man es so schön sagt. So, gut. Bär, wo bist du? Oh, what? Au! Das ist unfair, Bär! Oh ne, jetzt ist es mir geschehen. Nein! Okay. Gegen den Bär anzudrehen war nicht die beste Idee. Das gebe ich ja jetzt zu. Naja, schauen wir mal weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, die habe ich schon eingesammelt. Ach, keine Ahnung, was ich mir alles jetzt kaufen kann. Bootshütte und Strand. Okay. Ach, da geht's wieder zurück wahrscheinlich. Hm, da haben wir wieder eine Karte. Da geht's die Höhle zurück. Eieiei. Okay, was gibt's hier? Toter Strand? Eine Wasserphobie? Ich auch. Nein. Nun ja gut. Meine Familie hat ein Problem mit Wasser. Aber das ist alles Blödsinn. Irgend so ein alter Zigeunerfluch, dass alle Angehörigen meiner Familie im Wasser sterben werden. Wenn man dran glauben will. Oh, ich dachte, es hätte was mit dem gehirnfressenden Fisch zu tun, der nachts aus dem See kommt, um Opfer zu finden. Gut, man sieht sich. Raz, du hast doch in der Klasse mit Lilly geredet und ich habe mich gefragt, ob... Hast du sie gefragt, ob sie mit dir gehen will? Was? Nein, ich bin zur Ausbildung hier. Keine Ablenkung. Ausgezeichnet. Tschüss. Ah ja, da will er gehen. Ich will da nicht im Weg stehen. Oh Mann, keine Ahnung, wie viel Kerne ich mir da schon kaufen kann. Glaube ich ja 5. Ach Gott, das würde mir einen ordentlichen Schub geben, was Level angeht. So. Urk. Da ist er wirklich schlecht dran. So. Dann schauen wir mal weiter. Irgendwo muss es diesen Fummel. Ist er hier? Hey, Mr. Crawler, kann ich mir ein Kanu nehmen? Mr. Wer? Du wirst mich Admiral nennen, mein Sohn. Und nein, du kannst kein Schiff chartern. Nicht ohne Ruderträgerabzeichen. Ruderträgerabzeichen? Das wird hier immer lustiger. Was ist denn das runde Ding unten beim Dock? Das Ding? Oh Mann! Ich kann dir was sagen über das Ding! Das Ding? Geht dich einen feuchten Kehricht an! Oh nein, ah, das toll. Na toll, wir dürfen auch nicht dahin. Das ist natürlich toll. Ja. Lebt steht da eigentlich was? Lager. Ja, das sind sehr aufmunternde Worte.
Hey, fischst du übersinnlich? Ich habe davon gelesen. Oh, ich könnte nie fischen. Wie entsetzlich. Normale Leute können grausam zu fischen sein, glaube ich. Aber ich nicht. Ich kann alles hören, was die kleinen Burschen denken. Fische denken? Woran denn? Na, normalerweise nicht viel. Aber heute sind sie aufgeregt. Sie haben vor irgendwas im Wasser Angst. Ich auch. Seit ich weiß, dass es dort überdrehte, denkende Fische gibt. Da ist etwas Großes und Furchtbares drin, Raz. Vielleicht sind die alten Legenden ja wahr. Hm. Was war das? Also, der Enne-Kleine hat ja Probleme mit Eichhörnchen. Er redet mit Fischen. Oh ja, ein ganz normales Sommercamp halt, oder? Ganz normales Sommercamp. So, zentrales Lagergelände. Müsste da nicht so Art Shop sein? Theoretisch ja. Praktisch, werden wir sehen. Was macht ihr da? Wir machen Freundschaftsarmbänder. Du weißt schon, für unsere Freunde. Nett. Hey, Lilly. Weißt du, wo Sascha Neins Geheimlabor ist? Geheim? Das steht doch auf deiner Karte. Blödi. Oh, ja klar. Ich war nur neugierig, ob du weißt, wo Sascha Neins Labor ist. Klar weiß ich es. Aha. So. Hey, cool, eine Band? Wow. Trommelsolo. Wow. Hört, hört. Hey, warum hörst du auf? Oh, ich dachte, du hättest aufgehört. Nein, 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 nein. Legen wir los. Entschuldigen Sie. Ich habe doch gesagt, die Burger sind nicht fertig. Nein, haben sie nicht. Die Kohle ist nicht heiß. Es dauert noch, bis sie fertig sind. Ungefähr eine Woche. Eine Woche? Sie sind schon bestellt. Ich arbeite allein hier. Sowas dauert halt. Ich will ja nicht mal einen Hamburger. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Also, was willst du dann? Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen. Damit kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte verändern. Zum Beispiel, pass auf, du nimmst so einen Psi... Traumwatte. Wirklich köstlich, nahrhaft und billig. Jedes... Pass auf, du nimmst so... Nun, die Wünschelrute hilft dir, tief vergrabene Pfeilspitzen zu finden. Dort stecken die wirklich wertvollen Pfeilspitzen. Nach drei oder... Oh. Ah, das ist etwas, das jeder junge Psi-Kadett braucht. Damit okay. kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte verändern. Zum Beispiel die Farbe der Schwebekugel und so weiter. Pass auf, du nimmst so okay, da brauche ich da ganz viel davon. Und setzt ihn mit 9 Psi-Karten zusammen. So erhältst du einen Psi-Aufstieg. Hey, wo ist mein Haupt? War ja nur ein Scherz. Ich möchte... Treib's nicht so weit, Kleiner. Ich kann dich mit dem Bratenwetter erreichen. Pass auf, ich du nehme nimmst es. So eine sehr gute... Ha, jetzt habe ich die richtige, richtige Taste Ich nehme gefunden. Es. Verkauft an das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass auf, ich nehme du nimmst so eine sehr gute Wahl. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass ich auf, nehme du es. Nimm eine sehr gute Wahl. Muss er echt? Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Verkauft an das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass auf. Du nimmst so einen Psi-Kern und ich setzt nehme ihn mit 9 ausgezeichnet. Was kann ich sonst das wäre dann alles. So, dann haben wir, gut. Haben wir erstmal ganz viel. Jetzt weiß ich auch, wo hier der Laden ist. Jeder mag dich. Gut, tue ich jetzt mal kurz aufleveln. Vielleicht kriege ich irgendeine neue Power, mit der ich weiterkomme. Wäre mal jedenfalls interessant zu wissen. Da haben wir einen passenden Baumstumpf. Und gehen wir mal ins Geheimlabor. Wohin soll ich sie bringen, Agent Crawler? Fahren wir sofort. Ja. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Neo. So, kurzen Augenblick.